Es sind zwei Frauen und zwei Männer in einem Studio zu sehen, die grad so tun, als wird die Welt sich nur um sie alleine drehen. Sie machen Wind und viele Worte, was alles furchtbar wichtig sei. Die Frauen stellen Fragen, Männer tragen nichts Wesentliches dazu bei. Wer überlebt noch, wenn der Meeresspiegel steigt? Trinkwasser Vorrat sich schon längst dem End zuneigt. Die Frauen stellen manche Frage, die Männer stellen sich so schlau. Sie reden inhaltsleere Phrasen, wer genau hinhört, hört's genau. Die beiden Frauen stellen viele Fragen, doch keine einzige dabei. Wie wollen das Klima sie bewahren, als ob dies gar nicht wichtig sei? Wer überlebt noch, wenn der Meeresspiegel steigt? Trinkwasservorrat sich schon längst dem End zuneigt. Sie merkt die Welt, die wird so anders, wird deutlich trockener und heiß. Doch viele wollen das nicht glauben und manche leugnen den Beweis. Es sind nur Tiere, die verdursten, es sind nur Wüsten, die verdorren. Sie kann nicht leugnen, was sie sehen kann, hat den Verstand noch nicht verloren. Wer überlebt noch, wenn der Meeresspiegel steigt? Trinkwasservorrat sich schon längst dem End zuneigt. Sie hat so super schlaue Brüder, die ungefragt die Welt erklären, als ob sie immer alles wüssten und ständig die Experten wären, die überzeugt sind, dass das Klima sich nie und nimmer ändern kann. Wann fangen sie zu überlegen, zu denken, zu begreifen an? Wer überlebt noch, wenn der Meeresspiegel steigt? Trinkwasservorrat sich schon längst dem End zuneigt. Wann fallen Schuppen von den Augen? Alleine Deppen uns regieren, wenn sie uns weiterhin erzählen, es gäbe Zeit zu reagieren und die Wirtschaft müsse vorgehen. Braucht Energie und braucht Profit, weil ganz alleine uns nur Wachstum aus Überlebenskrisen zieht. Wer überlebt noch, wenn der Meeresspiegel steigt? Trinkwasservorrat sich schon längst dem End zuneigt. Der Menschheit gierige Idioten, die Lebensgrundlagen zerstören, die nur das glauben, was sie sehen wollen und nicht auf Wissenschaftler hören, die doch laut und vernehmlich warnen, Beweise deutlich sind und klar, doch wer nicht hören will, wird spüren, es bleibt nichts mehr so, wie es war. Wer überlebt noch, wenn der Meeresspiegel steigt? Trinkwasservorrat sich schon längst dem End zuneigt. Mach doch die Wüsten wieder fruchtbar, lass die erblühen und gedeihen.
Nur die Erschöpfung zu bewahren, werden uns Enkel nie verzeihen. Wenn wir das Rad nicht mehr in Schwung bringen, wir uns nur auf der Stelle drehen, verschwimmt der Horizont vor Augen, weil wir zu nah vorm Abgrund stehen.